So, nächste Aufgabe. Wir gehen in den Keller. Hier warte ich, glaube ich, noch nie im Keller. Und hier warten ein paar Schätze auf uns. Sei es Marmelade von teilweise 1990er Jahren zu Karotten aus dem Jahr 2013. Oder wie wäre es mit... Hey! Zartgemüse aus der Dose von abgelaufen 2010. Aber ich hätte noch. Oh, das liebt ihr doch. Lecker schmecker tropische Früchte von 2008. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Ihr muss verrückt sein, denn zieht euch sein neuestes Stück rein. Ein Haus ist dreimal so alt wie er, um dran zu machen, ist noch viel mehr. Er hämmert, sägt und bohrt, die harte Arbeit gleicht einem Mord. Ob er jemals fertig wird, fragen sich alle, doch er schafft unbeirrt. Mit Veritas an seiner Seite wird gesägt, gebohrt und gehämmert, und zwar von früh bis zu spät, abends dämmert. Ein schönes Haus soll dort entstehen, wo andere mit Schrecken schnell vorbeigehen. Doch unser Busch ruht sich nicht aus, macht aus nach Bruchbude wieder ein Haus. Ein Teil habe ich schon geplündert. Ihr seht, da war schon länger keiner mehr dran. Die Patina ist noch schön drauf. Seid ihr gespannt? Ich bin gespannt. Ich habe mir mal ein Handtuch mitgebracht. Ich habe nämlich eben schon eine Flasche geöffnet. Ich habe es leider nicht aufgenommen. Ich habe direkt Eiswein hier über den gesamten Arm gespritzt bekommen. Herrlich. War ein schönes Gefühl. So, was haben wir denn hier? Eine goldene Kammerpreismünze gewonnen. Aus dem Weingut irgendwas aus 1990. Naja, gut, dann machen wir mal die Geruchsprobe. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Wein auskennt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich weiß eins. Weißwein wird in der Regel irgendwann zu Essig und Essig schmeckt nicht. Beziehungsweise er wird erst später zu Essig, erstmal wieder einfach schlecht, erstmal kippt er einfach um. Ja, das war hier gut gelagert, aber ihr seht auch schon hier auf dem Korken, da hat sich hier schon so eine Art Stein gebildet. Die einen sagen, das wäre ein Zeichen für Qualität, die anderen sagen, das ist ein Zeichen für kaputt. Auch immer ein gutes Zeichen ist, ob man den Korken am Stück rauskriegt oder nicht. Und das werden wir jetzt herausfinden. So. Ein bisschen zu weit reingedreht. Ja. Er ist fast am Stück. Aber er hat schon so seinen Gammelschimmer. Bäh. Und was machen wir mit so einem Wein? Der stinkt und mit Sicherheit nicht mehr schmeckt. Wenn jetzt ein Weinkenner unter euch ist und zufällig, weil er zufällig ein Etikett sieht, der kriegt wahrscheinlich die Krise, wenn er sieht, was ich hier wegkippe. So. Ah, lecker Wein. Schimm. Rums, die Bums, aus, die Maus. Ich will das Altglas zum Altglas bringen. Einfach wegen Costa Quanta. Das heißt, wir haben hier in der Kanalisation bald eine Menge betrunkener Krokodile vermutlich. Oh, es war ein roter. Der wäre vielleicht sogar in Ordnung gewesen. Na gut, jetzt ist er weg. Was ist denn das? Der ist nicht rot und nicht weiß und nicht rosé, der ist braun. Es sieht ein bisschen aus wie früh morgens nach dem Aufstehen. Strahlend Gold. 1977er Müller Thurgau. Oh, 77, ist älter als ich, ist älter als my dear friend Hepti. Grüße an dich. Wir öffnen einen Wein, der älter ist als du, Hepti. Guckt euch mal die Patina an. Jetzt mal ernsthaft.
Ist das nicht geil? Das ist wie ein Scheunenfund, nur nicht wertvoll. Hier im Keller wird es übrigens auch noch viel zu tun geben. Hier werden die ganzen Wände abgestemmt. Da ist überall ein Putz drauf, der da nicht drauf gehört. Der ist nicht feuchtigkeitsregulierend. Das heißt, hier muss überall der Putz runter. Das ist ein Natursteinkeller. Dann muss der wieder atmen können. Dann muss da, wenn er wieder verputzt wird, überhaupt, muss da ein atmungsaktiver Putz drauf, also einer mit offenen Poren. Und dann kommt wahrscheinlich ein Silikatanstrich drüber, damit es hier auch perspektivisch keinen Schimmel geben kann. Es ist hier kein Schimmel, es hat hier nie geschimmelt. Aber ich will es auch nicht hervorrufen, dass es so sein könnte. Na, dann machen wir mal einen französischen Schaumwein auf. Dazu, man muss entfernen die Folie von die Korken. Dann wir öffnen, ich heiße Rouge 83, also mein Name ist Rouge wie Rot, französisch Rot. Und sehr passend dazu die rote Verkleidung von der Flasche. Jetzt wir machen auf die kleine Giraffe. Die kleine Giraffe, das hält die Korken in die Flasche. Aber das kleine Giraffe will nicht. Es wehrt sich. So, oh oh. Und jetzt wir gucken, ob wir gegen trockenen Fußes die Flasche auf. Oh, das ging einfach. Es riecht wie... Ich habe keine Ahnung. Oh ja. Oh ja, Weihnachten. Glühwein. Zack. So, ihr Lieben. Wir haben jetzt zusammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Flaschen aufgemacht. Ich glaube, den Rest mache ich ohne euch weiter. Das wäre sonst langweilig für euch. Aber wir sehen uns auf einer anderen Baustelle wieder. Okay? Alles klar. So, es ist vollbracht. Das ist übrigens das dritte Mal, dass ich so eine Ausleeraktion mache. Und ich hatte jedes Mal so ähnlich viel wie jetzt oder noch mehr. Ich habe insgesamt jetzt, glaube ich, um die 100 Liter ausgekippt und weggekippt. Und hier ist das Leergut, das zusammengekommen ist. Und ein Haufen Korken auf dem Boden. Jo, und jetzt steht hier noch alles voll mit Gläsern, Gläsern, Gläsern und allerlei anderem Unrat. Gläser, Glas, Glas. Ihr seht, ich bin ganz schön geschwitzt. Das liegt daran, wir hatten in unserem alten Haus, das wir gekauft haben, eine Menge Matratzen übrig. Ich habe jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Matratzen aus dem Haus geholt, habe die hinten im Anhänger drin, plus noch eine Schaumstoffmatte, plus noch ein bisschen andere so Deckenzeug. Wir haben überlegt, was machen wir damit? Wir hätten das natürlich auch alles einfach entsorgen können. Verkaufen kannst du das ja nicht mehr, so gebrauchte Matratzen. Aber wir haben jetzt was gefunden, wo wir die hinbringen. Und zwar gehen die jetzt an eine Hundepension. Ja, da, also nicht nur Pension, sondern das ist so eine Art Gnadenhof für Hunde. Das heißt, Hunde, die irgendwo keine Heimat mehr haben oder die vielleicht nicht mehr ganz gesund sind und so weiter, die dürfen da verweilen, dürfen da den Lebensabend genießen. Da wird sich ganz toll um die gekümmert. Und da haben wir gedacht, den spenden wir doch jetzt einfach die ganzen Matratzen. Mit denen habe ich heute Morgen gesprochen. Und damit erfüllen die dann wenigstens noch einen guten Zweck. Und ich mache euch gleich noch mal ein Bild oder ein kurzes Video aus dem Anhänger, damit ihr wisst, was wir da abgeben. So, ihr Lieben, wir sind auf der Baustelle und heute heißt es Tapeten abkratzen. Wir sind schon hier dabei, fleißig Tapeten abzumachen. Ihr seht, da hinten war mal feucht, das ist aber trocken, da brauche ich keine Sorgen machen. Hier sind überall noch ein paar Tapetenreste dran, die Decke hat noch Reste. Ja, da ist ein bisschen Schimmel im Putz, den kriegen wir aber weg. Das sind Räume, die wurden nur genommen, um Sachen zu lagern. Da war mal ein Wasserschaden, der ist aber auch repariert, da muss nur der Putz auch ein Stück weit runter. Das Waschbecken kommt weg und bleibt weg, der Durchlauferhitzer kommt weg und bleibt weg. Hier oben wird es kein Waschbecken mehr geben. Und ja, da machen wir jetzt mal schön weiter. Und unter diesem Boden hier vermute ich einen schönen alten Dielenboden. Allerdings muss ich dazu sagen, hier sollte man nicht zu fest hintreten. Vielleicht habt ihr es gesehen, der gibt dort nach. Ich muss noch rausfinden, warum. Jo. Das heißt, wir brauchen unsere Spachtel. Ja, was wird das hier oben mal? Das wird mal ein Hobbyraum tatsächlich. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum fängt der Junge
mit einem Hobbyraum an. Es gibt doch bestimmt wichtigere Zimmer als ein Hobbyraum. Aber ich sage euch, wie es ist. Gibt es nicht. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben im Moment in dem anderen Teil des Hauses alles noch stehen, was irgendwo untergebracht werden musste. Und das muss da weg. Das muss da weg, damit wir dort das eigentliche Haus renovieren können. Deswegen machen wir zuerst die beiden Hobbyräume fertig. Da vorne ist nämlich noch einer. Die sind auch im separaten Zugang zum Haus. Und wenn wir das weg haben, kommen alle Sachen, die wir einlagern wollen, hier hoch. Wenn die Räume wirklich picobello fertig sind. Und dann geht es am Rest vom Haus und dann geht es da weiter. Und ich stelle euch jetzt einfach mal hier irgendwo hin. Und dann könnt ihr mich ein bisschen beim Arbeiten beobachten. Damit wir hier auch eine Chance haben, das Zeug runterzukriegen. Das ist nämlich teilweise zwei-, dreifach tapeziert. Und mehrere lange Tapeten übereinander gehen mal so richtig rotzeschlecht ab. Frühstädten muss verrückt sein, denn zieht euch sein neues Stück rein. Ein Haus, das dreimal so alt wie er, und dran zu machen ist noch viel mehr. Erwartet und bot, die harte Arbeit gleicht einem Boot. Ob er jemals fertig wird, fragen sich alle. Doch er schafft und will, es gefehlt, dass an seiner Seite wird gesehen, gebohrt und gehämmert. Und zwar von früh bis es spät, abends dämmert. Ein schönes Haus soll dort entstehen, wo andere mit Schrecken schnell vorbeigehen. Doch unser Busch ruht sich nicht aus, macht aus nach Bruchbude wieder ein Haus. Wartet ab, Rusch und Ferien. Schneidet euch was davon ab, wieder ein Haus, wartet's ab. Rusch und Berry machen niemand schlapp, schneidet euch was davon ab. Rutsch und Berlin machen niemals schlapp, schneidet euch was davon ab.